Naja, und damit, meine Damen und Herren, wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wunderschöne neue Reaktionsvideo. Alter, alle sind am Start. Wir ziehen uns heute heftiger Skandal in der Red Bull Lounge von Kuchen.tv rein. Alter, Cisco und Philo haben sich, ja, gebieft nicht, aber es gab Stress, Mann. Und, Digga, Flöte, Alter. Komm, ja, Twitch, Mann. Ja, Mann. Komm, Twitch, Alter. Da, hier geht's richtig ab. Hier geht's richtig ab auf Twitch. Herzlich willkommen zu den besten News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Das ist krank. Am Anfang kurz eine kleine Information. Wir haben ja letzte Woche den Shoyoka-Disc rausgebracht. Und der ist jetzt auch auf Spotify verfügbar. Wir brauchen ungefähr 1 Million Streams in dieser Woche, um irgendwie vielleicht mit Glück in die Charts zu kommen. Also auf jeden Fall streamen. Dazu. Ich bin auch nach Gamescom krank geworden. Aber nicht so, sondern wirklich. Mein Rücken ist komplett am Arsch. Release ich gemeinsam mit Cassius Clay und Twizzy ein Album. Den Link zum Vorbestellen findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Und wir spielen auch 2 Konzerte Anfang nächstes Jahr in Berlin und Köln ohne Bodyguards. Also kauft euch auf jeden Fall Tickets und jetzt viel Spaß mit der Folge. Es gab auf der Gamescom wie jedes Jahr mal wieder einen Beef. Beziehungsweise der Beef ist eigentlich erst danach entstanden. Neben dem Fakt, dass ich die militante Veganerin treffen durfte. Ja, genau. 1, 2, 3. Keine Ahnung, wer das ist, 4, aber da waren so viele Leute von denen, so viele, und die wollte alle in diese Red Bull Lounge. Und dann wurde sie nicht reingelassen, die hat so angefangen, so zu diskutieren. Ja, wieso komme ich hier nicht rein, ich bin auch Creator und so. Digga. Und ich wollte einfach nur sagen, ich will einfach nur rein, Bruder, ich will einfach nur rein, weißt du, wie ich meine? Das ist eine Schande, das ist einfach eine Schande. Ja. Digga, stimmt, da sind ja so viele. Davon distanziere ich mich aber, Bruder. Gibt es einen Beef zwischen Cisco, Philo und Zabex? Aber was genau ist eigentlich passiert? Der YouTuber und Influencer Cisco hat sich für die Red Bull Lounge bei der Gamescom beworben. Das ist so ein extra Haus, wo man sich als Creator bewerben kann, um einen Rückzugsort zu haben. Auch wenn ich selber nicht reinkomme, ist das tatsächlich sehr cool. Da gibt es Essen, Verpflegung kostenlos und ja, dann schön die ganzen Influencer. Da gibt's Essen, da gibt's sogar Burger, also da war so ein Blockhausstand. Da gibt's Essen, da kannst du Alkohol trinken bis zum geht nicht mehr. Aber ich, wenn du die ganze Zeit fährst mit Auto, dann... Influencer, die keine Lust haben, Zuschauer zu... Nein, Real Talk war echt schön eigentlich. War echt entspannt dort. Treffen. Auf jeden Fall hat er erst eine Zusage bekommen, wie er in seinem Video gesagt hat. Liebe Friends of Red Bull, fantastische Neuigkeiten. Wir freuen uns, dir mitteilen zu dürfen, dass du offiziell für den Red Bull Creator Club auf der Gamescom 2023 bestätigt bist. Komischerweise, genau am Tag der Gamescom war es dann doch plötzlich wieder eine Absage. Für dieses Jahr konnten wir dir leider keinen Platz im Red Bull Creator Club reservieren. Wir wünschen und vor allem diese E-Mail, weißt du, allein schon diese E-Mail, die macht gar keinen Sinn. Du wurdest schon bestätigt und dann so, ja, also leider keinen Platz, Bruder. Wir haben es nicht gepackt, weißt du. Dir trotzdem eine unvergessliche Zeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, keine Ahnung, vielleicht nochmal umstrukturiert oder war zu voll, muss noch mal aussortieren oder sonst irgendwas. Das Dumme an der Sache ist, dass der YouTuber Philo selber zugegeben hat in einem Podcast, dass er der Grund dafür ist, dass Cisco nicht rein durfte. Guck mal, das ist so dumm, Digga. Das ist so dumm, als ob. Also keine Ahnung, vielleicht wollte der sich einfach dadurch irgendwie selber profilieren oder sowas. Also ja, aber Bro, also versteh mich nicht falsch. Sowas öffentlich dazu sagen, ist schon echt ein eigen, ja, wie heißt es, Schuss ins eigene Knie, Schuss in den eigenen Ofen oder keine Ahnung, weißt du, wie ich meine? Und sich dann noch so krass dazu zu feiern, vor allem die Aussagen, die ihr gleich hören werdet, da kann man sich 0,0% rausreden, wirklich. Und wenn das jetzt hier gleich hören wir einfach aufhört, mal ganz kurz rein. Da unten, wer, also wer sich beworben hat? Nee, wer? Cisco G. Scheiße, die Hose, echt jetzt? Jo. Bitte sag mir, er wurde nicht angenommen. Wurde er angenommen? Er wurde initial angenommen. Ah. Dann habe ich den Namen gelesen. Und dann wurde er abgelehnt. Nein. Felix, ich lutsche deinen Schwanz. Ich lutsche dir deinen Schwanz. Wirklich? Na klar. Sag voila. Voila hier sogar. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass die beiden vielleicht wirklich heftige private Differenzen haben. Tatsächlich haben die aber überhaupt nur ein einziges Mal was miteinander zu tun gehabt, denn Cisco hat das Ganze sehr gut in einem Video aufgearbeitet. Beide waren nämlich bei... Aber guck mal, das wird jetzt so eine Thematik ausüben, ne? KuchenTV berichtet darüber, Alpha Kevin berichtet, Ciscos Video wird wahrscheinlich abgehen, sodass wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, was jemand hat vorhin geschrieben, Philo war oder ist Content Creator bei Red Bull, so wie ich das verstanden habe, ne?
Und ich glaube, das wird so ein Ausmaß machen, dass er da wahrscheinlich rausfliegt oder bei einem so. Streamer-Event vom Spiel Rust dabei. Und naja, Cisco hat das Team von Philo komplett hops genommen. Und das sagt er dazu. Streamer-Events wurde die Base von Zabex, Philo, Revi und ich glaube, die hatten noch zwei weitere im Team. Ich weiß nicht, wer es genau war. Auf jeden Fall wurden die von uns geradet. Ja, sie haben ganzen Items verloren, Base kaputt gemacht. Wir haben krass rumgeheult. Revi hat auch irgendwann angefangen mit, hey, was ist das für eine Hurensohn-Aktion? Ja, Bro, keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr lächerlich, das Ganze. Überraschenderweise wurde ich auch auf kommende Rust-Events nicht mehr eingeladen. Ansonsten keine hatten Ahnung, die halt Rust nie Event miteinander ist, Kontakt. Gesagt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass weil Philo von Cisco in einem Rust-Event vor einem Jahr hops genommen wurde, dass er deswegen Cisco extra ausgeladen hat. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Das Lustige ist, nur so nebenbei, bei dem Rust-Event wurden wie gesagt sogar die Regeln abgeändert, damit das Philo-Team irgendwie trotzdem gewinnt. Die durften beispielsweise mehr Spieler im Team haben als die anderen und haben trotzdem verloren. Auch bei anderen Leuten hat er anscheinend dafür gesorgt, dass diese nicht in die Red Bull Lounge durften. Ja, aber der bitte nicht. Er hat gesagt, er mag mich. Sei doch korrekt. Ja, okay, Digga. Das ist schon echt ehrenlos. Bro. Bro. Na, wenigstens hat er meinen Namen gelesen. Der wusste wahrscheinlich gar nicht, wer ich bin. Lass ihn rein. Nein? Ich finde es schon wirklich sehr widerwärtig, wie arrogant er sich fühlt, dass er irgendjemanden den Zutritt zu dieser Red Bull Lounge hat verbieten lassen. Als wenn das jetzt irgendwas ist, worauf man stolz sein kann. Ja, gell? Das, meine Freunde, ist ein geringes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Er sieht halt einfach wirklich aus wie dieses Emoji hier, oder? Also wirklich 1:1. Ich feiere das. KuchenTV kommt, glaube ich, nächstes Jahr auch nicht in die Red Bull Lounge rein. Egal, Bruder, wir machen eine eigene Lounge. Im Podcast geben sie dann auch noch andere Gründe an, warum Cisco denn nicht da rein durfte. Unter anderem diese Sachen hier. Cisco wurde abgelehnt. Ne? Geil, ey. Ja, nee, passt nicht zum Wertesystem. Macht halt nur Trollscheiße, fuckt Leute im Internet ab. Ja, ist doch auch Quatsch. Ja, ist Quatsch. Also erstmal, er passt vom Flow her nicht rein, ist schon eine ganz komische Aussage, weil macht nur Trollscheiße und fuckt Leute im Internet ab. Ich glaube, da waren 100 oder 200 Leute insgesamt drin. Als ob sich da jeder mit jedem versteht. Außerdem chillen die ja auch nicht alle da gemeinsam. Eben. Also die Aussage macht schon mal gar keinen Sinn. Dazu auch zu sagen, ja, der trollt halt Leute im Internet und so. Also erstmal macht das bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich jeder Influencer irgendwo ein bisschen, dass er mal trollt oder hier und da einen Spruch bringt. Aber das Einzige, was Cisco da gemacht hat, ist, dass er im GTA RP zum Beispiel irgendwelche Leute verprügelt hat oder so. Also weil er in GTA RP rumtrollt, hat er nichts in der Red Bull Lounge zu suchen. Klingt logisch, Digga. Klingt auf jeden Fall logisch. Das ist so, wie wenn so Karl der Mäus nicht reinkommen würde, weil er in Fortnite Leute verarscht. Ich habe keine Fragen mehr. Gerade das. Ich glaube, der hat einfach ein fettes persönliches Problem mit dem. Abex hier mitmacht, enttäuscht mich wirklich sehr, sehr krass. Wir hatten vor x Jahren mal Kontakt und waren auch befreundet. Er selber macht immer wieder Videos, wo er sich für alte Sachen entschuldigt, beispielsweise hier. Ich war halt unzufrieden mit mir selber und habe halt irgendwie versucht aufzunehmen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wer das ist. Wisst ihr, kennt ihr den? Weißt du, wisst ihr, wer das ist? Spielt er irgendein Spiel, dreht er Fortnite-Videos, Bro, ich habe keine Ahnung. Es ist Lifestyle-YouTuber, Blogger. Bekommen, hab den Beef mit Unge an. Zabex. Cisco weiß, wer das ist. Angefangen und hab einfach, Digga, ich hab einfach immer irgendwelchen Leuten so ans Bein gepisst. So ein kleiner, dicker, blonder Junge hat einfach immer irgendwelchen Leuten ans Bein gepisst. Das war halt ganz wild. Das war ganz, ganz wild. Dadurch habe ich mir schon komplett viele Türen einfach dicht gemacht und verschlossen. Ja, ist ziemlich doof, anderen ans Bein zu pissen, ne? Also zumindest, wenn es Leute wie Unge oder so sind, von denen man profitieren könnte mit Reichweite. Bei so kleineren Streamern wie Cisco, ja, den kann man natürlich weiterhin schaden. Das ist ja irgendwo schon cool, wenn man keine Reichweite zu verlieren hat. Ich kenne wegen dem Pizza-Burger-Comeback, Bro. Sag mir gar nichts. Er war ehrlich. Auch damals derjenige, der übrigens einen Fake-Beef mit Lelano gestartet hat, einfach nur, um irgendwie an Reichweite zu kommen. Auch dazu gibt es noch eine Reaction von mir online. Digga, lass doch mal einen Fake-Beef starten, so einen auf den. Also halt, dass wir beide davon profitieren und uns dadurch eine Reichweite aufbauen. Und ich war schon so, ja, Digga, ich weiß nicht, ob das klappt und fühle ich auch nicht so. Im Endeffekt habe ich es dann mitgebracht. Daily Subs, 13 von 30, Bruder. Ich krieg mal 30 in einem Monat, Alter. Ich glaube, der Zabex ist
Der ist berühmt. Jungs, ich war so krank überwältigt, wie heftig das lief, wie heftig dieser Fake-Beef lief. Und Philo sagt ja, dass er da einfach vom Flow her und so weiter nicht reinpasst. Wir können ja mal gucken, was Zabex damals, ist schon ein bisschen länger her, sage ich noch gleich was zu meiner Ex getwittert hat. Ich bin eine, die nackt in Clubs tanzt und dringend Aufmerksamkeit braucht. Regina ist die größte Mist, die mir je untergekommen ist. Frontet mich in ihrem mehr als Fremdscham verursachenden Video, okay. Die dumme, kann sich umbringen. Bro, ich wusste, dass KuchenTV kein Video hochlädt, wo er einfach nur alles zusammenfasst, was so passiert ist. So, ich wusste, er wird noch irgendwas sagen, aber das ist schon krank. Umgehen. Und ja, wie gesagt, die das Tweets sind schon wirklich super lange her. An sich würde ich darauf jetzt auch gar nicht eingehen, das kritisiere ich bei mir ja auch immer. Wie Skrulls allerdings auch selber getweetet hat, zieht sich das halt durch seine komplette Karriere. Also er hat sich als Mensch nicht weiterentwickelt, sodass man sagen kann, okay, das ist doof gelaufen, aber jetzt ist er korrekt. Sondern er ist immer noch genau der gleiche arrogante Mensch wie früher, der einfach, genau wie Philo, weder Selbstbewusstsein hat, noch Selbstwertgefühl. Und das sind einfach wirklich Leute, denen man keine Macht geben sollte, denn die nutzen das halt. Philo war, also ich kannte Philo, war doch glaube ich der Typ, der auf TikTok solche Videos hochgeladen hat, mäßig mit seinem Vater oder sowas, oder? Aus, um sich einmal im Leben als was Besseres zu fühlen, um einmal Leuten von oben herab irgendwas sagen zu können, indem sie jemanden zum Beispiel die Akkreditierung in der Red Bull Lounge wegnehmen. Und das ist einfach absolut peinlich, wenn man das aus privaten Differenzen macht. Ich meine, wenn ihr jetzt ein YouTube-Event habt, also ein eigenes, und ihr ladet ihn nicht ein, ist es okay. Aber das auf den Rücken von Red Bull auszutragen, ist halt einfach wirklich absolut lächerlich. Eben. Also auch hier die Frage an Red Bull und an das One-Up-Management, die da die Akkreditierung gemacht haben. Warum darf ein Philo-Boy euch sowas bestimmen? Wie kann das klar gehen? Wirklich, ich verstehe es nicht. Ich glaube wirklich, die schmeißen den jetzt wahrscheinlich nicht raus, aber der darf das safe nicht mehr machen. Der darf das safe nicht mehr machen. Nein, eigentlich sind die beiden voll nett. Ja, safe. Und auch kleiner Funfact an dieser Seite. Ich war ja auch bei einigen Aftershow-Partys während der Gamescom und da ist mir von mehreren Leuten zu Ohren gekommen, dass Leute, die für mich angefragt haben bei der Red Bull Launch, selber ihr Bändchen verloren haben, weil sie für mich gefragt haben. Mehr nicht. Also sehr, sehr cool, wie das da gehandhabt wird, meine Freunde. Ich will euch nochmal... Ja, das war tatsächlich auch irgendwie so. Bei der Red Bull Launch war das so, dass man... man konnte sich da ja einschreiben, anmelden, aber wenn du zum Beispiel als Creator nicht reingekommen bist, dann gab es dann auch so eine Option, dass du dann noch jemand, dass du noch irgendwie so als mit, also du kannst ja immer noch plus eins mitnehmen und dann gab es dann auch so eine Option, dass du plus eins mitnehmen kannst und wenn du dich eben als Creator da anmeldest und nicht angenommen wirst, dann kannst du doch versuchen, dass ich keine Ahnung, jetzt so, sagen wir mal, ich bin KuchenTV plus 1 und dann wird man auch abgelehnt als plus 1, weil man nicht als Creator reingekommen ist. Ja, weil man nicht als Creator reingekommen ist, kommt man dann auch nicht als plus 1 rein. Es macht, das habe ich nicht gecheckt, das habe ich wirklich nicht gecheckt. Mal ganz kurz zwei, drei lustige Clips von der Gamescom zeigen. Ich war da nämlich ein bisschen live und mein Highlight 1 war auf jeden Fall dieser Junge hier. Was sagst du mit dem Riesen-MT? Digga, lebst du in 2019 jetzt mal wirklich? Ja, trotzdem. Wir haben doch gar keinen. Digga, wir hatten schon Beef, als du noch gar nicht geboren wurdest. Hör mir zu. Seid alle leise. Ey, wir klären auf die 1. Der dann auf jeden Fall gleich weggegangen ist, aber nur mal so nebenbei, der ABK-Beef ist schon lange beendet und der ist 12, so wie hat er das mitbekommen, im Kindergarten oder was? Lustig ist allerdings auch, dass ich und Skrulls, ja, glaube ich, diesen Typen hier wirklich ein sehr schlechtes Gewissen gegeben haben. Also ich finde, er ist ja generell schon mal ein bisschen transphob, dass man hier von zwei Geschlechtern spricht, weil es gibt dann insgesamt irgendwie 700 Stück oder so. Deswegen finde ich, die Frage ist halt sehr schwierig zu beantworten. Ich denke, jeder Mensch ist für sich alleinstehend, unabhängig vom Geschlecht. Die Frage ist, das Interview abzubrechen, das geht so nicht. Das ist wirklich transfeindlich, was hier passiert. Ja. Das ist transfeindlich. Okay. Alles klar. Dann euch einen schönen Tag noch. Und was natürlich auch noch passiert ist... Der hat Angst, Digga, der hat Angst bekommen. Ich habe aus Versehen Janina angerotzt. Na gut, das Taschentuch ist kaputt gegangen, aber passiert. Ich würde gerne einen dummen Spruch bringen, aber ich denke, ich sollte das lieber nicht machen. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Es gibt leider noch eine nicht so schöne Meldung von der diesjährigen Gamescom. Und zwar hat Phoebe auf Twitter Folgendes von sich gegeben. Ich war die Tage so geschockt von mir selbst. In einer für mich wirklich schlimmen Situation, wo ich von Creator-Freunden komplett belästigt wurde, habe aber nichts gesagt und habe es einfach über mich ergehen lassen. Es triggert mich so unnormal, weil ich mir selber eigentlich immer eingeredet habe, dass solche Dinge niemals passieren werden. Aber ich hatte solche Angst. Ich habe schon mit
mit engen Freunden darüber geredet. Passt auf euch auf, es kann... Wisst ihr, was ganz schlimm da auch ist? Ne? Da war ja dieser Eingang zu dieser Red Bull Lounge und immer wenn da irgendwelche Frauen oder Creatorinnen gelaufen sind, Digga, diese Kinder, die haben auch teilweise so rumgeschrien, auch als diese Faye rumgelaufen ist. Faye, zeig mal Füße. Faye, wann kommt OnlyFans? Und die ganze Zeit, ich dachte mir, Digga, ich geb da so, mach so Bilder und so, und die schreien so, Faye, ich so, chillt mal, Digga. So, WTF, so, okay, gut, ich mag Faye jetzt auch nicht so, aber das zu schreien, ob die jetzt, dass die jetzt Füße zeigen soll, ist halt einfach nur unangenehm. Digga, WTF. Und das ist so, was ich ja mitbekommen habe. Kann einfach so schnell was passieren. Da sie nicht sagt, wer es ist, war es wahrscheinlich Skurrus, aber kurz Spaß beiseite. Ich persönlich finde das sehr, sehr krass, gerade da sie auch sagt, dass das von Creator-Freunden passiert, also mit Leuten, wo man ja irgendwie Kontakt hat, dem man ja auch irgendwie so ein bisschen vertrauen sollte, ist das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr krass. Sollte euch selber sowas passieren, beispielsweise bei der Gamescom oder auch sonst irgendwo, wo Leute sind, am besten immer direkt zu der Security gehen und auch nicht Angst haben, dass die Security da nichts macht, weil ihr da irgendeinen YouTuber oder Creator beschuldigt. Sucht euch bei sowas auf jeden Fall Hilfe, geht dagegen auch vor und lasst das auf jeden Fall nicht mit euch machen. Ne, sucht euch am besten. Da gibt es sogar noch einen dritten Skandal, den er nicht erwähnt hat, und zwar das mit iCramix. Der wollte einfach nur Autogramme geben. Dann wurde der, weil da so viele Leute kamen, also da kamen so richtig viele Leute, es war alles voll. Und im Endeffekt hat es halt einfach die Gamescom bzw. die Messe halt komplett verkackt. Also der Veranstalter war einfach schuld an der ganzen Sache, weil ich weiß nicht, wie lange der war. Sagen wir mal, er war eine Stunde da oder er hatte 2 Stunden Zeit, mit jedem ein Bild zu machen und Autogramme zu machen. Aber da waren einfach so viele Leute da und nach den 2 Stunden wurde er weggeschickt, weil andere Creator da natürlich an dem Tag auch auf die Bühne kamen und Unterschriften gegeben haben und so weiter und so fort. Wisst ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall sehe ich dann in den Kommentaren bei ihm auf Instagram, jeder schreibt, ey, das ist richtig, auch so die Eltern auch von den kleinen Kindern, das ist richtig ehrenlos und so, du profilierst dich hier, während Söhne und Töchter und Beinen und so, bla bla bla, Bruder, was kann er dafür, Digga? Weißt du, ich meine, wenn ihm 2 Stunden gegeben wird, was soll er machen? Der wird da ja einfach rausgeschickt. So, der kann ja nicht einfach länger bleiben. Also, versteht ihr, was ich meine? Wieder Hilfe. Phoebe wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Seven vs. White. Ich auch. Ich wünsche Phoebe auch alles Gute. Ist abgeschlossen, der Dreh. Ich wollte das irgendwie andersrum sagen. Auf jeden Fall ist der Dreh von Seven vs. So White abgeschlossen. Und natürlich gibt es mal wieder einige Leaks, die beweisen sollen, dass ein paar Teams früh ausgeschieden sind. Unter anderem war nämlich der Twitch-Account von Papa Platte bei Monte im Stream unter den Zuschauern zu sehen. Allerdings muss man hier natürlich auch dazu sagen, dass es doch irgendein Mitarbeiter oder Freund sein kann, wer auch immer die Account-Daten hat. Also das ist kein hundertprozentiger Beweis. Bei Trimax kann man sehen, dass er in seinem Clash Royale Account ein Spiel gespielt hat. Also zumindest mit dem Account von Trimax wurde halt gespielt. Das ist nicht Clash of Clans, wo man wirklich aktiv die ganze Zeit irgendwas machen muss, sondern Clash Royale kann man auch mal eine Woche oder 2 liegen lassen, ohne dass man Nachteile hat. Von daher... Bro, er hat in die Flasche das mitgenommen. Bisschen suspekt, dass da eine Runde gespielt worden ist, aber auch das natürlich kein hundertprozentiger Beweis. Da der Dreh jetzt allerdings auch beendet ist, kann man sich die vorher nachher Bilder angucken und man muss sagen, dass einige Leute wirklich krass abgenommen haben. Also hier einfach... Wie lange ging das? 14 Tage habe ich gehört, ne? Mal ein paar Leute zum Vergleich. Hier zum Beispiel Knossi und Sascha haben auf jeden Fall gut abgenommen. Ich glaube, die waren sehr lange drin. Auch Trimax Team hatte auf jeden Fall gut was verloren. Dazu auch Papa Platte, der wirklich extrem abgenommen hat. Ich glaube, der war 14 Tage Frankfurt Hauptbahnhof und nicht in Kanada. Also auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Ich denke, dass da einige Teams doch länger durchgehalten haben, als man ausgegangen ist. Und es gibt hierzu auch eine sehr schöne Nachricht, denn das erste, was Trimax gemacht hat nach den 14 Tagen, ist es nämlich, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Und sie hat auch tatsächlich ja gesagt, der Verlobungsring, den hat er anscheinend selber geschnitzt, als er da in den Wäldern unterwegs war und geil. Das ist todessüß, also Retalk feiere ich mega, aber sieht auch sehr schmerzhaft aus, den länger zu tragen, aber sehr, sehr cool. Und ja, was denkt ihr, wer gewinnt die 2., 3. Staffel von Seven vs. White? Schreibt es... Knossi. Knossi, Digga, der hat Willenskraft, der zieht einfach durch.